Hallo Leute, ich wollte euch heute kurz was zeigen. Ich wollte einmal, das ist schon ein bisschen her, da wollte ich einen Schließzylinder an der Tür öffnen. Das war eine Mehrfachverriegelung eingebaut und dieser Schließzylinder war genau der. Dann dachte ich mir, okay, es sieht aus wie ein normaler Schlüssel, mach's mal auf mit der Pikpistole. Spanner oben eingesetzt, leicht unter Druck, also ihr seht, der Schließzylinder ist fest. So, jetzt bin ich mit der Pikpistole rein. So. Ihr seht, Schließzylinder ist auf. Jetzt hatte ich das Problem, im Normalfall dreht man das weiter, dass man aufschließen kann. Jetzt hat aber dieser Schließzylinder, hat innen drin nochmal extra Stifte an den Seiten. Und die haben auf einmal verhindert, dass ich das Ding weiter drehen konnte. Das heißt, genau auf dieser Position ist das Drecksding hängen geblieben, ging weder zurück noch vor. Habe ich die ganze Zeit versucht, irgendwie die Stifte zu finden oder irgendwas zu drücken, ging gar nichts. Was ich später dann machen musste, ich drehe das mal um, dann seht ihr das. Ich musste den Kern ziehen. Das war der Grund. Durch diese Seitennupsis hat sich das hier verkeilt und hat dicht gemacht. Der komplette Zylinder hat also dicht gemacht und ging gar nichts mehr. Hatte ich mit der einmal eine Schraube reingedreht, habe die wieder rausgedreht, wieder eine neue, weil die erste Schraube ja belastet war. Und dann habe ich den Kern gezogen. Den Kern habe ich deswegen rausgezogen, weil es eine Mehrfachverriegelung war. Also müsst ihr euch das ungefähr so vorstellen. Nehme ich mal ganz kurz raus. So. So müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Das Teil hier habe ich komplett rausziehen müssen. Und dadurch, dass es eine Mehrfachverriegelung ist, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier den Schließzylinder abreißt, das heißt, den Zylinder zieht und dieses Teil hier verzieht sich in der Mehrfachverriegelung, dann habt ihr später vielleicht das Problem, dass ihr die Tür gar nicht mehr aufkriegt. Wenn nämlich das Schloss, also die Mehrfachverriegelung, richtig verzogen wird und die ist zugeschlossen, dann wird es richtig teuer. So. Also End vom Lied. Was ich euch eigentlich damit sagen wollte, ihr konntet bei dem hier, könntet ihr nicht sehen, dass es ein Spezialzylinder ist. Man hätte vielleicht am Namen drüber stolpern können, das ist richtig. Aber wenn man einfach mal so Laie ist und versucht das mal, sobald irgendwelche Kerben da drin sind, dann kann es böse ausgehen. Manchmal funktioniert es, dass man sie findet, manchmal aber auch nicht. End vom Lied ist, wenn ihr irgendwann mal an eurer Haustür eure neue Pikpistole oder sowas ausprobieren wollt, dann vergewissert euch vorher, was für ein Schloss ihr habt. Und vergewissert euch, dass ihr eine Notlösung habt. Das heißt zum Beispiel nochmal eine Ziehglocke oder das ganze Werkzeug, um das Notfall selber aufzukriegen. Ansonsten versucht es an ausgebauten Zylindern, ist billiger. Und vor allem versucht euch nicht an fremden Türen, da könnt ihr in Teufelsküche kommen. Wenn nämlich da so ein Spezialzylinder drin ist, wie gesagt, ihr seht nicht, dass es da was Besonderes ist. Und dann könnt ihr genauso reindappen wie ich auch. Ja, ich hoffe, das Video hat gefallen. Viel Spaß!